So. Ja, verkauf ruhig die blöden Objekte, die waren nicht so wichtig. Und dann nehmen wir das, kopieren das, schieben das hier hinten hin. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen was rausnehmen, ne? So. Alles klar. Da das alles zum diagnostischen Bereich gehört, 65 haben wir noch. Ja, naja, läuft, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen aufteilen. Wir brauchen aber ein bisschen Geld, ne? Radio Two Point. So, und Holz wird erforscht. Wegenderes als One-Eyed Wallace, unseren ehrenwerten alten Leuchtturm, dabei zu beobachten, wie er sein leuchtendes Auge aufs Meer hinauswandern lässt. Dir, Wallace, widme ich dieses wundervolle kleine Stück Musik. Oh. Dann gucken wir mal, was passt da denn zwischen? Sowas hier? Ja, da ist wieder ein Hauch zu wenig Platz. Ha, wenn das immer nicht passt, das ist immer schlimm. So. Da haben wir. Weil wir können so langsam auch mal überlegen, hier Trinkspender hin, ne? Und sowas. Wir müssen ja immer an schön denken. Immer an schön denken. Ja. So. Nehmen wir einen grauen Mülleimer. Dann nehmen wir hier ein Getränk. Dazwischen packen wir wieder eine Kaktusse. Dann nehmen wir ein irgendwas mit Essen. Hier, den billigen. Mülleimer. Blume. Und eine Schlange. Die kann man immer gebrauchen. Machen wir wieder unser Heating Map an. Also hier ist alles... Der hat noch keine Klimaanlage. Stellen wir den mal eben da rein, damit du hier nicht unter schlechtesten Bedingungen arbeiten musst. Und dann stellen wir hier auch eine Klimaanlage erstmal so in den Weg. So. Oh, hier machen wir auch eine Klimaanlage. Hier können wir einen 4x4 Raum reinbauen mit Eingang hier. Also das funktioniert schon ganz gut. Da müssen wir mal gucken, was das und wie das und überhaupt. Kriegen wir schon hin. Schön ist aber 101%. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Machen wir wieder ein paar Objekte. Ich hoffe, wir haben noch... Ja, ein bisschen Geld haben wir. Das ist okay. So. Hier noch was hin und da noch was hin. Ja, da ist. Gehen wir mal zur Station rüber. Da haben wir das auch gemacht. Alles klar. Läuft. So. Dann bleibt der auf jeden Fall schon mal in dem Bereich da hinten. Was macht denn eigentlich unser... laber nicht so viel. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Ist auch neu, ne? Verhammelt, ja gut, dann macht's Sinn.
Ist nicht so gut, wenn du einfach Pause machst. Ehrlich nicht. Hier müssen noch Getränkeautomaten und so hin, aber da müssen wir erstmal den Raum so ein bisschen für organisieren. Entwesungsanlage. Eine Entwesungsanlage. Dafür brauchen wir mit Sicherheit auch schon wieder einen Krankenpfleger, der heilt, ne? Was ist denn mit dir? Schon Geld haben wir ja, aber wir haben keine 15.000, ne? Scheiße. Und das da hinten läuft noch ewig lange. Die machen mich fertig hier. So. Dann haben wir auf jeden Fall eine, die sich schon mal um Heilung kümmern kann. Jetzt gucken wir mal Entwesungsanlage. Was kostet die denn so in der Regel? Ich befürchte, wir haben eh nicht das Geld dafür, aber... Ja. Das ist der schöne Viererraum, ne? Gut, komm, dann bauen wir den. Und hoffen wir, dass wir dafür möglichst viele Kunden kriegen. Und Geld verdienen. So, guck mal hier. Alles klar, dann haben wir das so. Komm, hier eine Pflanze hin, da eine Pflanze hin. Kostet auch nur 90. Das müsste ja passen bei der Größe des Raumes. Mülleimer. Desinfektion, daneben machen wir die Dinger. So, ja. Gehen wir mal weiter runter, da muss hier irgendwo eine Uhr hin. Entchen, der Korbstuhl. Haben wir alles Entscheidende drin, ne? Sollen wir mal eben zu Stufe 4 machen. Und Entwesungsanlage steht. Können wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch eine Bank hinkriegen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, weil, ne? So, und auch hier ein bisschen Unterhaltung in Form von sowas. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich mich nicht selber einenge. Dass ich mir hier irgendwelche Vorgaben, ne, mit den Räumen mache und dann nicht sehe, dass es da bessere Lösungen für gibt. Ja, du sollst gar weitergebildet werden, da hätte ich kein Problem mit. Aber wir müssen einfach mehr Geld verdienen, da kommen wir nicht drum rum. Wie lange braucht ihr denn noch? Wie lange brauchst du noch? Das ist dieser Entwesungstyp, alles klar. Was haben wir denn hier? Graue Eminenz, ne? Ja, ich sehe das schon. Du hast eine Personalherausforderung, Krankenhausattraktivität von 70, annehmen. Ach, wir haben erst 54, ja, das ist ungünstig. Wie sollen wir denn noch attraktiver werden? Vor allem mit so wenig Geld. Wir müssen das ja nur einmal kurz bestehen, ne? Ist doch Attraktivität, ne? Patienten werden gebeten, bedenkenlos ihre Kreditkarten zu
reiß die wieder ab, wenn wir das geschafft haben. Ja, ich reiß das vielleicht schneller ab. Ehrlich habe ich so das Gefühl, dass wir das nicht schaffen. Na, ja, Pech gehabt. Das bedeutet, wir haben kein Klo, ne? Den Scheiß. Warum haben wir eigentlich noch kein Klo gebaut? Ich weiß nicht wohin, ne? Sollen wir das mal so machen? Wir kennen das ja schon, ne? Klo bauen ging ja schnell. So, komm, bauen wir gleich die geilen Klos. Dann haben wir nicht so viel Umbaumaßnahmen. Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen hier. So. Hier nehmen wir den. Da. Große Klimaanlage. Hier ein Pflänzchen, da ein Pflänzchen, da ein Pflänzchen. Müssen sich halt dran vorbeiquetschen, da kann ich auch nichts gegen machen. So. Jo, das war's schon, ne? Stufe 5 Klo. Dann machen wir hier doch einfach die große, weißt du? Hier die große hin. Weiß nicht, was kostet so eine Aufnahme? Gib mir mal das andere, gib mir mal das Raster, genau. So würde ja eigentlich reichen, ne? Oder? Oder komm, machen wir so. Dann haben wir zu beiden Seiten Platz, da können wir drei Dinger einrichten. So. Nicht überteuert machen. Schön die Schränkchen hier drunter. Alles klar. Passt. Hier kann noch ein Blümchen drauf. Wir müssen ja auch das Tonbandgerät für die Durchsagen haben. Alles klar. Das müsste ja hoffentlich passen. Ich darf dir den Arbeitsplatz mal abreißen. So. Den stellen wir mal in die Mitte. Ist sehr gut. Hier was hin. Hier was hin. Und dann hier noch ein paar Pflänzchen rein. Erstmal reingebaut. Ob das hinterher so bleibt, lassen wir mal im Raum stehen. Ist auch nicht unattraktiv hier. Vielleicht können wir hier noch irgendwas hinstellen.
Das hat kaum Auswirkungen, ne, so ein Ding. Wenn die Muschel macht es schön grün. Na gut. Weiterbildung abgeschlossen. So, du kriegst auch diese Ausbildung. Wen haben wir denn noch? Rein Mechaniker, wird schnell müde, will mehr Pausen, meutert. Nicht so geil. Du bist auch so. Nö. Geborener Mentor, ja. Ja, du. Hast du eine Geisterbildung? Hast du eine Geister? Ja, dann kriegst du auch. Gelb. So, wir können bald mit dem Holz anfangen. Wo ist denn der? Du machst doch Station, oder? Du bist doch Stationsmensch. Ja. Du bist Apotheke. Hast nichts zu tun? Na, wir können dich weiterbilden, ne? Dann bilden wir dich auch weiter. Also erstmal befördern. Befördern, befördern. Sondermeldung 5 von 6. Gibt ein bisschen Geld. Sehr gut. Weiterbildung benötigt. Ja, komm, dann bilden wir dich weiter. Mechanik 2. Haben wir zufällig jemanden, der das kann? Sehr gut. Sonstige Mechaniker haben wir ja nicht, ne? Also zwei Mechaniker reichen mir völlig. Aber wir haben sogar drei. Und er hier? Komm mal her. Du kannst nämlich auch eine Mechaniker 2 Ausbildung bekommen. So sieht das nämlich aus. Können wir da Geld verdienen, alles klar. Er ist bald fertig. Und die Diagnoseeinrichtungen haben wieder viel zu viel Personal. Das fehlerhafte Setzen eines Apostrophs schlaflose Nächte bereitet. Hier ist ein einfacher Rat, der Ihnen solche Qualen erspart. Kommunizieren Sie mit Strichzeichnungen. Das dürfte doch besser zu Ihrem intellektuellen Niveau passen. Hä? Nee, nee. Heilungsrate ist noch okay. Sehr gut. Und natürlich, was haben wir denn? Gewitter. Natürlich. Mal gucken, wie stark die sind. Nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß, du musst jetzt speichern. Das ist ganz wichtig, ich weiß. Ach, ist schon wieder Januar. Sehr gut. Ist ja nicht so, als wenn ich mich da um irgendwas kümmern müsste. Nein, das hier ist wichtig. Ach, wir haben nicht das hier geschafft? Wieso das denn nicht? Psychiatrie benötigt. Oh ja, das ist auch schön. Die kann man immer gebrauchen. Ist ja auch so ein bisschen Diagnose, ne? Diagnosebehandlung. Ich habe nur gerade noch keinen Psychologen da. Habe ich einen Psychologen? Ich könnte den hier nehmen. Ja, der ist nicht schlecht. So, dann komm mal her. Du wirst Psychologe. Ne? Und Chris hier grau. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, oder? Ich habe da einen Chirurgen. Du kriegst Türkis. Ja, Psychiatrie. Geld haben wir, das ist nicht das Problem. Aber wo bauen wir sie hin? Gehen wir wieder in die Ansicht hier. Ich würde ja einen Allgemeinmediziner gerne hier hinsetzen, ne?